Einfach weggegessen. Aber Claudia hat Spielzeug in der Hand. Egal, ne? Hm, happens. Mama, nein! Ich bin Tante Bianca, ich bin 44 Jahre alt. Hi, ihr Lieben! Hey, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir nehmen euch diese Woche so ein bisschen mit. Genau, beim FB-Log. Wir haben den FB getauft und wir dachten uns so, dass wir das jetzt anders machen. Also nur ein Tag wird immer ein bisschen schwierig, ne? Und wir dachten uns so, wir nehmen euch immer mal so über der Woche hin mit. Also genau. Immer, wenn uns mal einfällt, nehmen wir einfach mal die Kamera zur Hand. Und was ihr begleitet uns. Ihr begleitet uns. Und schau mal, das sind die Reste von dem Weihnachtsvideo, von dem Prank, den wir heute gedreht haben. Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Nee, also mittlerweile nicht mehr. Also das Video habt ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann ist es auf jeden Fall verlinkt. Auf jeden Fall reingucken, kam Mittwoch online für euch. Genau, also Eva hat mich sehr auf den Arm genommen und hat tatsächlich einfach... Ja, Weihnachten eingeläutet. Und mein Studio, also das DIY-Studio oben, komplett weihnachtlich dekoriert. Aber andere Leute hier, die die Küche auch so mitbenutzen, hatten anscheinend... durchaus Hunger auf Weihnachtsgebäck. Ja. Also der ganze Teller war ja voll, ich habe das nicht weggeräumt. Ja. Einfach weggegessen. Aber guck mal, du hast ein T-Shirt an, aber trotzdem einen Schal um. Ja, so ein bisschen Winter ist schon. Ein bisschen Winter ist schon, ein bisschen Winter ist schon. Was ist deine Planung heute noch? Hast du heute noch was Schönes? Ja, es kommt auch weiter zum Thema Winter und Herbst. Ich werde gleich noch ein bisschen stricken. Schön. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt gleich noch mache. Aber wie gesagt, wir versuchen euch einfach so ein bisschen mitzunehmen die Woche und dann finden wir bestimmt so ein paar Sachen, die auf wir euch erzählen Fall. Können. Geht? Wer sind Sie? Wer bist du? Wer bist du? Oh, Spielzeug in der Hand. Warum hast du... Guck mal. Claudia hat Spielzeug in der Hand. Und jetzt? Warum hast du Spielzeug in der Hand? Gehst du jetzt spielen? Weiß ich nicht. Juhu! Ich bin im DIY-Studio und ich gehe jetzt auch schon nach Hause. Wetter ist mal wieder nicht so cool hier in Bielefeld, aber ich habe mir jetzt was Cooles überlegt. Eva hat mich ja wirklich ganz schön veräppelt. War aber natürlich eine witzige Aktion und ich weiß, dass Eva sich die Haare färben will. Und ich dachte mir so, ich werde ihr die Haare färben. Werden wir auch vielleicht so ein bisschen anteasern mit im Vlog, aber wir werden das natürlich extra nochmal ein Video dazu machen, wenn ich Eva die Haare färbe. Aber ich dachte mir so, ich veräpple sie auch mal. Ich werde gleich nochmal so krasse Farbe holen und sagen hier, du musst jetzt die Haare so färben. So. Mal gucken, ob sie sich drauf einlässt. Es ist natürlich nur Spaß, sie muss es nicht. Aber ich dachte mir so, komm, jetzt wird auch meine Video durchgesetzt und wir färben Haare. Und ja, mal gucken, wie sie drauf reagiert. Wird sie dann erst morgen sehen. Aber ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit, wenn ich einkaufen gehe. So, ihr Lieben, ich laufe jetzt zum Auto und gehe jetzt einkaufen. Ich werde nicht so in der Öffentlichkeit filmen, weil man wird ja doch etwas komisch angeschaut. Und auch in den Läden ist es ja momentan etwas schwierig mit Filmen, leider. Sonst hätte ich euch gerne noch alles gezeigt, aber ich werde euch dann natürlich gleich zeigen, was ich eingekauft habe. Und ja, jetzt gehe ich mal einkaufen. So, ihr Lieben, ich bin zurück vom Einkaufen und habe jetzt Farbe gekauft für Eva. Eva weiß, dass ich ihr die Haare färbe, das ist auch okay, aber mit meinem Prank weiß sie halt noch nichts. Ich habe jetzt aber noch keine krasse Farbe gefunden, also nichts, wo ich sie halt pranken kann damit. Ich habe aber noch was daheim, so ein bisschen pink und noch was anderes. Das werde ich mitbringen. Ich bin absolut kein Profi in Haare färben, ne? Ich sag's euch, ich kann das eigentlich nicht, das weiß Eva auch, aber Eva hat gesagt, egal, ne? Hm, happens, do it einfach. Und das mache ich auch und ich habe zwar schon öfters meinen Leuten die Haare gefärbt und ich färbe auch ganz oft meiner Mama und meiner Oma und so die Haare, aber ich bin da kein Profi drin, also lieber zum Friseur gehen. Und zwar habe ich ihr einmal eine Blondierung gekauft, das ist so ein extrem Auffäller, sie will ja eigentlich nur den Ansatz haben, also da nicht groß in die Spitzen. Dann habe ich noch gekauft diese Spülung hier, oh Gott, sieht man das so gut, wartet mal, das Lenkrad ist ein bisschen im Weg. Also einmal hier so eine Blondierung, das ist so ein Auffäller, finde ich ganz, ganz gut, damit hat meine Freundin schon mal meine Haare damals gemacht. Dann hier ein Silbershampoo und eine Silberspülung. Eva kennt das, glaube ich, gar nicht. Das ist echt, echt günstiges, ohne Silikone. Und ich finde das halt richtig gut, weil das nimmt halt so leicht den Gelbstich raus. Das habe ich gekauft. Und dann noch, das ist so mein, wie soll ich sagen, mein Geheimnis. Und zwar ist das von Garnier so eine Silbercremetönung. Das sieht grau aus. Also man denkt sich so, okay, was ist das? Aber das ist richtig, richtig gut, um Gelbstich rauszubekommen. Also das mache ich manchmal auch bei meinen Haaren und dadurch wirken die automatisch viel, viel heller.
und so richtig schön auch so weiß-blond, also richtig helles Blond. Also wirklich ein Geheimtipp von mir. Ist auch nicht teuer. Macht man einmal die Woche rein oder alle 2 Wochen und das nimmt so einen schönen Gelbstich raus. Das ist zwar hier so für Ältere eigentlich gedacht, aber gerade die blonden Mädels unter uns, die so Gelbstich haben, dann absolutes Highlight von mir. Und das war's auch schon. So, das habe ich geholt. Ja, ich bin etwas aufgeregt, das dann morgen bei Eva zu machen, aber das wird schon witzig. Und genau, jetzt geht's nach Hause. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und Eva auch. Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Boah, Leute, ich sag's euch, so früh am Morgen. Ich bin so müde. Es ist fast noch dunkel draußen. Und wir werden jetzt mal einen dunklen Haaransatz färben. Hast du Angst? Eigentlich nicht. Ich mache das ja normalerweise selber. Aber ist immer noch was anderes. Ist immer noch was anderes. Jemand anderes. Aber ich vertraue dir. Schön. Ja. Bianca wird mir heute das erste Mal die Haare färben. Spannend, wie es wird. Ich, nicht nur du, auch ich. Ich baue hier gerade schon alles auf, denn wir werden es natürlich für euch mitfilmen und kommt ein extra Video dazu. Also da könnt ihr auch gerne reinklicken. Ihr seht mal, wie hier immer aufgebaut wird. Das sind übrigens unsere Lichter. Ja, genau, damit wir schön ausgeleuchtet sind. Ob man das die Augenringe nicht so sieht. Das so, damit wir schön ausgeleuchtet sind, in dem Moment ging das Licht an. Genau. Ja, wir warten jetzt noch auf Claudio, denn der wird uns heute filmen. Ja, der ist gerade noch sehr beschäftigt. Ja. Beschäftigter Mann am jungen Morgen, ne? Beschäftigter Mann am jungen Morgen. Genau. Also ich freue mich. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Ich gehe davon aus und ich sag mal so, ich mache es ja sonst selber. Ja. Bei mir ist es ja so, ich habe ja diese Struktur in den Haaren drin, deswegen es fällt auch nicht so auf, wenn da kleine Fehler drin sind. Ja. Also ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen. Ja. Ich habe schon zu Eva gesagt, es könnte sein, dass es halt ein leichter Gelbstich gibt. Ja, es ist bei Blondierung. Ja. Und das ist das Problem, es ist halt keine Friseurfarbe, ne? Das ist immer noch mal was anderes. Wow, deine Mähne ist Wahnsinn, ey. Aber sind jetzt auch nicht. Also die Locken sind jetzt schon 2 Tage alt, deswegen sind die jetzt auch sehr. Ja, richtig cool. Ja. Wir bauen jetzt hier mal weiter auf, trinken noch Äckäffchen. Es ist noch irgendwie so grau heute draußen, ne? So dunkelgrau. Ich weiß gar nicht, ob man das so leicht sieht. Die Sonne soll heute rauskommen. Und nächste Woche soll es richtig schön werden, das Wetter. Nächste Woche werden wir 30 Grad, da kommt der Sommer wieder. So, und wir tun jetzt mal färben. Inzwischen sind wir mit dem Haarefärben durch. Ich gewöhne mich so langsam an meine jetzt blonden oder mehr richtig hellblonden Haare und natürlich ohne Ansatz. Ich bin hier gerade ein bisschen am Stricken und habe mir hier auch meinen Kaffee dazu gemacht schon wieder. Ich muss ein bisschen leise sein. Draußen wird nämlich gerade Familie Zufall gedreht. Ich glaube, da spielen wir gleich auch zusammen mal so ein bisschen Mäuschen. Hier übrigens nochmal meine Haare. Wirklich sehr, sehr cool geworden. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen mein Stricken. Ich lausche mal ein bisschen. Dann schauen wir gleich mal zusammen raus. So, ich habe gerade versprochen, dass ich ein bisschen Mäuschen spiele bei euch. Ihr seid fleißig? Ja. Wir drehen gerade von mir Zufall. Das wird spannend. Ja. Mama! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Armer, armer Claudio. Der ist der Schlimmste von allen. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, ich möchte den Bläser haben. Schenkst du mir den? Du bist geizig. Stimmt gar nicht. Claudio möchte meinen Bläser haben. Warum auch immer. Der ist cool. Guck mal, der ist so hier. Ja, das stimmt. Das ist cool. Schenk mir den. Sieht man, glaube ich, gar nicht. Du bist geizig. Du Lara. Wir haben ganz geizig hier. Eva, komm schon. Ich habe schon meinen Schlüssel vergessen. Wir, kurz zur Info, wir,
tun jetzt unseren Abend noch genießen, weil es ist so wunderschönes Wetter draußen. So, wir gehen jetzt was essen, oder? Ich habe mir ein Eis mitgebracht erstmal. Eva hat sich gleich noch mal ein Eis mitgenommen. Claudia, was machst du? Was willst du, was trinken oder was essen? Hm, ich möchte einen Blazer. Er möchte meinen Bläser. Er will unbedingt meinen Bläser haben. Du ziehst ihn dann mal an, ja? Passt dir doch überhaupt gleich. Nicht. Doch, machen wir gleich. Passt ihm überhaupt nicht. Ja, kein Plan. So, Claudia, du hast immer noch den Bläser nicht an. Wie läufst du denn? Ja. Weil es ist kein Eis. Ja, ich muss jetzt einfach mein Eis hier essen. Ich hab Eis. Ich hab dich doch gefragt. Du wolltest keins. Das stimmt nicht. Ich hab mich nicht gefragt. Ich hab Bianca gefragt und Bianca hat erwähnt, wollte keins. Bianca? Wollte kein Eis. Aber ich? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir setzen uns noch ein bisschen ans Wasser. Ich will doch die Kamera. Ja. Und genießen so ein bisschen die Sonne, solange sie noch scheint. Ich schenke gleich Claudio meinen Bläser. Ich will ja nicht mehr. Doch, du wirst den. Ich kein Eis. Und wir besorgen dir auch noch ein Eis. Kein Eis, kein Bläser. Nichts, armer Junge. Der arme Junge. Armer Junge. Eine Runde Mitleid. Hallo. Darf ich dich drehen? Ja. Wie die schwindelig? Nee. Wie so kleine Kinder auf dem Spielplatz, ne? Mhm. So, warte, ich gebe jetzt gleich... Bläser an! Ich gebe jetzt gleich meinen Bläser. Das ist mein Bläser übrigens. Jetzt bin ich ja gespannt, ob er dir passt. Oh, der ist ja voll... Mach ihn nicht kaputt. Der ist, wo hast du den her? Ich weiß es nicht. Den habe ich, glaube ich, schon echt 3 Jahre oder so. Der ist ja voll eng und klein. Wie kommst du da rein? Hey, ich bin Bianca. Ich bin Tante Bianca. Ich bin 44 Jahre alt. Aber ich tue so, als wäre ich noch 18. Der ist so gemein, oder? Reich ist er. Ja, du hast da jetzt noch was drunter. Ja, aber trotzdem. Aber das ist echt schön, muss ich sagen. Ja, der ist wirklich schön. Ich mag den auch. Wegen dem Stoff, guck mal, wegen dem Mustern hier. Weiß gar nicht, ja, ob man ist richtig das hübsch, ne? Ja, sieht man. Mega. Der ist süß, ne? Ich wollte den haben, aber der passt mir nicht. Schenk dir einen, okay? Ja. Wenn du Geburtstag hast, kriegst du. Warum bin ich eigentlich vor der Kamera? Ihr seid doch die Hauptdarsteller. Ja, wir chillen ja jetzt hier unsere Base so. Boah, voll gegen die Sonne, ey, ich sehe gar nichts. Das ist zwar jetzt nicht so schlecht, finde ich. Laufen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Wollt ihr nicht spielen, ein bisschen auf dem Spielplatz? Nee. Warum wir denn? Gehen jetzt schön spazieren, dann gehen wir, denke ich mal, noch schön lecker was essen. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann ist ja eigentlich auch schon Wochenende. Ja. Da habt ihr eigentlich unsere Woche mal so gesehen. Also wir haben euch versucht, einfach mal so mitzunehmen. So ein paar Einblicke zu geben. Hinter den Kulissen, genau. Wir werden auf jeden Fall weiter vloggen, weil ihr habt ja geschrieben, dass ihr richtig Bock drauf habt. Unseren FB. Das klingt cool, ne? Das klingt sehr gut. Mhm. Mir gefällt es sehr gut. Nächste Woche werden wir dann wieder vloggen. Mal gucken, ob wir nur einen Tag oder was wir so erleben. Nächste Woche soll das Wetter auch sehr, sehr gut sein. Es startet heute schon richtig gut mit Sonne in Bielefeld. Ja. Ich hoffe, das bleibt mal so ein paar Tage. Ja, es ist echt schönes Wetter. Da kann man sich noch mal etwas bräunen. Ja. So, Leute, das war unser Vlog von der Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.